Todesursache unbekannt, US-Rapperin Gangstar, 43, ist tot. Die Rap-Szene trauert. Lola Cantrelle Mitchell war unter ihrem Künstlernamen Gangstar Boo weltberühmt geworden. Bevor sie 1998 ihr erstes Soloalbum veröffentlichte, hatte die Rapperin als Mitglied der US-amerikanischen Rap-Gruppe 3-6 Mafia große Erfolge gefeiert. 2006 erhielt die Gruppe sogar einen Oscar für den besten Song und war damit die erste Hip-Hop-Gruppe, die sich über diese Auszeichnung freuen durfte. Jetzt gibt es traurige Neuigkeiten, das ehemalige Rap-Gruppenmitglied Gangstar Boo ist tot. Wie unter anderem TMZ berichtet, müssen die 3-6 Mafia-Mitglieder und die Fans der Gruppe einen schweren Verlust verkraften. Gangstar Boo wurde am Sonntagnachmittag leblos aufgefunden, im jungen Alter von nur 43 Jahren. Auch wenn die offizielle Todesursache der Musikerin bisher noch nicht bestätigt wurde, verrät eine Quelle, dass ihr plötzlicher Tod mit einer Drogenüberdosis in Verbindung stehen könnte. Polizeiliche Ermittlungen wurden deshalb eingeleitet. Auch der Gründer der 3-6 Mafia, DJ Paul, 45, nahm bereits öffentlich Abschied von seiner ehemaligen Rap-Kollegin. 2014 war Gangstar Boo aus der Hip-Hop-Band ausgetreten, um sich Solo-Projekten zu widmen. Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung der traurigen Neuigkeiten teilte der Musikproduzent ein Bild der Rapperin via Instagram.